Hallo Leute, willkommen zum How to Poker Guide. Ich dachte, ich erspare euch das Tutorial bzw. den ersten Kampf, den ihr überhaupt haben werdet in diesem guten Spiel von Phoenix Labs. Und zwar sieht das Ganze so aus, dass wir uns hier erst einmal durchbewegen und ich ein bisschen darüber rede, was denn so meiner Meinung nach der beste Weg für euch jetzt als Einsteiger wäre, um eben im Spiel fortzuschreiten. Das wäre eben hier zum einen trage ich schon eben das Grundgerüst dafür. Das ist das Defender Set, heißt es jetzt noch im Game, weil es noch nicht übersetzt wurde. Wird dann eben ein Standardset sein, welches sich farmen lässt, nachdem ich diesen Behemoth hier besiegt habe mit dem Tutorial Gear. Ich habe das leider nicht mehr, deshalb dachte ich mir, ich ziehe einfach das hier an. Das Ganze sieht eben so aus, dass ihr für dieses Gear hauptsächlich Eisen brauchen werdet, welches hier im Anfangsgebiet zu finden ist. Das Ganze wird dann so aufgebaut sein, dass ihr durch das Besiegen verschiedener Behemoths, durch die Loot, durch das Loot-System verschiedene Materialien erhalten werdet, welche ihr braucht, um dieses Set abzugraden. Dasselbe gibt es dann später auch nochmal in einem weiteren T-Bereich, dazu eben später nochmal mehr im Laufe der nächsten Videos. Wobei ich eben empfehle, mit diesem Set hier das abzugraden auf Maximum mit den Gegenständen, die ihr am Anfang bekommen könnt. Diese gehen eben auch sehr leicht an den Mann, das heißt, ihr könnt ja auch alleine reingehen und einfach nur stumpf die Erze mal abfarmen, was das auch eben erlaubt, auch ohne Gruppe ein bisschen vorwärts zu kommen. Das Ganze würde sich dann eben so durchziehen, dass ihr sagt, ab Embermain, also wenn ihr dann eben bei Embermain angelangt seid, werdet ihr mit dem Defender-Set ihn so lange farmen, bis ihr das Set von ihm vollständig habt. Dazu eben dann später auch nochmal ein Guide-Video. Ab Embermain sieht das Ganze dann eben so aus, dass wir uns in Richtung Endcontent bewegen. Das heißt, wir werden bis zu einem bestimmten Behemoth fortschreiten, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch bei jedem Behemoth Stopp machen, der euch zusagt, um den später noch einmal wieder erneut alles auf Maximum zu farmen. Das wird auch später eben helfen, dass ihr ein bisschen Zeit spart, beziehungsweise auch den Effekte halber, also den Aspekten eben, sehr gewidmet sein wird, da ihr eben die anderen Aspekte von anderen Sets in meinen Augen nicht wirklich gebrauchen könnt, was denn jetzt den Support der Rüstung angeht, da ja eben Phoenix selbst bekannt gegeben hat, dass Rüstung lediglich 10% eures Spielerlebnisses beeinflussen soll. Und wenn man dann eben eh schon im eher letzten Bereich der Beta bzw. der Alpha, da ihr eben mit Embermain später dann im Verlauf für ein Helion-Set farmen könnt, mit welchem ihr Shroud und Resakiri besiegen solltet, beziehungsweise dann mit Helion eben den lieben Shroud auf Farmstatus bringt, um diesen eben bis auf T8 zu grinden, um das Set Raum zu farmen und damit dann eben auch Resakiri sehr, sehr gewappnet entgegenzutreten. Und das Ganze sehen wir uns einfach jetzt dann hier in dieser Tutorial-Serie ein bisschen an. Ich werde zu jedem Video ein bisschen was sagen, was jetzt mit der Rüstung ist, was wo wir gerade ausgebaut haben und so weiter und so fort. Beziehungsweise dann auch später, wenn es sich dann anbietet, bei gewissen Behemoths auch ein kleines, ein paar Ticks und Trips dazu erzählen. Wie auch hier jetzt zum Beispiel, ich sehe die Spieler mit der Axt und nicht mit dem Chainblitz oder dem Schwert, wie es für gewöhnlich wäre. Genau dasselbe auch mit der Heillaterne, die ihr am Anfang noch nicht haben werdet. Dafür eben auch sehr eine Entschuldigung an die lieben Leute, die hier glauben, ich spiele mit dem Tutorial Gear. Das eben ja wie gesagt nicht der Fall. Und deshalb empfehle ich auch jedem, der sich hier ein bisschen rantasten will, anfangen gleich erstmal die Heillaterne bzw. die Ausdauerlaterne. Für Leute, die das noch nicht so ganz im Griff haben. Oder aber auch, wenn es euch dazu sagt, nicht hier dieses Defender-Set zu tragen, sondern direkt auf ein Nasher oder ein Shrag-Set zu gehen, das ihr später sehen werdet, da die Namen eben jetzt euch bestimmt noch nicht sagen werden. Aber wie gesagt, diese Sets sind eben für Anfänger sehr, sehr gut gedacht, beziehungsweise sehr auch angepasst, da eben diese Ausdauer-Geschichten und auch das Bewegungstempo erhöht ist, welches euch am Anfang definitiv helfen wird, durch das Spiel zu kommen. Und mal einen Einblick zu erhaschen, wie es euch dann später, in welche Richtung es euch drängen wird sozusagen, da das Spiel auch sehr facettenreich ist in gewissen Aspekten. Ja, das war es erstmal schon von mir. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen helfen und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.